In den vergangenen Tagen habe ich aus der geistigen Welt die Information empfangen, dass unsere Lichtkörper aktuell wieder mit starken Aufstiegsenergien geflutet werden. Hierfür wurde mir auch eine Art Energieübertragung mitgeteilt oder durchgegeben aus den kosmischen Reichen, die ich in diesem Video meditativ aufgearbeitet habe und euch gern zur Verfügung stelle. Denn es scheint so, dass es aktuell von enormer Bedeutung ist für den Einzelnen, seinen Lichtkörper aufzubauen und stets mit hohen Frequenzen zu fluten, und zwar ganz bewusst. Auf diese Weise wird der Übergang in die höhere Dimension erleichtert. Und ihr könnt somit die folgende Energieübertragung auch öfter machen, je nachdem, was eure Intuition euch sagt. Und man kann sie auch täglich anwenden. Vorab seien noch einmal drei Bereiche genannt, die immer wieder mit der Anhebung des Lichtkörpers in Zusammenhang gebracht werden und die die hohen Frequenzen in unser Sonnensystem einstrahlen und damit auch in unser Körpersystem. Und zum einen wurde in den letzten Jahrzehnten von Channel-Medien immer wieder über den für unsere Augen nicht sichtbaren Photonengürtel gesprochen, der sich um die plejadische Zentralsonne Alkyone befindet. Und es heißt, dass es etwa 26.000 Jahre dauert, bis wir diese Zentralsonne mit unserem Sonnensystem umrundet haben. Und während dieser Zeit durchlaufen wir halt zweimal ein hochfrequentes Lichtfeld, diesen sogenannten Gürtel. Und ich werde sicherlich nochmal in einem anderen Video ausführlich darüber berichten. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Zudem wird auch immer von dem Synchronisationsstrahl gesprochen, der aus der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, zu uns strahlt und durch das unser Sonnensystem aktuell auch gerade wandern soll. Und diese beiden Phänomene werden wiederum mit einem Polsprung in Verbindung gebracht und eben auch mit der Ausbildung oder der energetischen Anhebung unseres Lichtkörpers und der damit einhergehenden DNA-Veränderung. Ja, und als Einstimmung in die Energieübertragung möchte ich erstmal eine Affirmation mit euch teilen, die die aktuelle Tagesenergie widerspiegelt, und die heißt: Verbinde dich heute bewusst mit deinem Seelenstern oder dem Seelenstern-Chakra, so dass dieses und alle anderen Chakren sich öffnen und dein Lichtkörper mit einer hohen Frequenz geflutet wird. Dadurch kann alles in dir in eine ganzheitliche Heilung gehen. Dadurch kann alles in dir in eine ganzheitliche Heilung gehen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit der Energieübertragung, die speziell jetzt in der Adventszeit und auch über die Weihnachtstage, die Rauhnächte bis hin zu den Heiligen Drei Königen und den kommenden Vollmond speziell über unsere Sonne, den Mond und die Sternbilder eingestrahlt wird. Und noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle: Bei der Energieübertragung hört man im Hintergrund etwas den Wind pfeifen, da es hier recht stürmisch war, als ich die Energieübertragung erhalten habe. Die Aufstiegsenergien im Dezember. Wir sind unserer Intuition gefolgt. Wir nutzen jetzt unsere Weisheit, die wir in den vergangenen Zeiten gewonnen haben. Die göttliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit kehrt nun zurück auf die Erde, durch uns. Der Dezembervollmond hat das goldene Tor der Ekliptik durchschritten und die Sonne ist in das galaktische Zentrum eingetreten. Das Sternentor Lyra, das Portal zu anderen Dimensionen, hat sich dabei weit geöffnet. Hohe lichtvolle Energiefrequenzen strömen jetzt mit aller Macht auf die Erde. Die Frequenzen, die zum einen direkt aus unserem galaktischen Zentrum, der Milchstraße, zu uns gesendet werden und zum anderen aus den 22 Diamantgalaxien, mit denen wir seit Äonen von Jahren über das Lyra-Portal verbunden sind, strömen jetzt ein. Unser Lichtkörper empfängt diese hochfrequenten Aufstiegsenergien und füllt sich damit an, weitet sich aus, sodass wir, jeder einzelne von uns,
von einer Lichtsphäre umgeben ist, die mehrere Meter, ja sogar 30, 40, 50 Meter oder darüber hinaus umfasst. Diese Lichtsphäre ist unser uns schützender Lichtkörper, der ganz neue Fähigkeiten in uns aktiviert, wie Telepathie, Teleportation, Astralreisen, Lichtsprache und vieles mehr. Wenn du magst, dann lade ich dich jetzt herzlich ein, in einer Art Meditation diese hochfrequenten Energien bewusst zu empfangen. Setze dich dafür aufrecht hin, mit den Füßen flach auf den Boden und den Händen auf den Beinen abgelegt, Handflächen nach oben, und nimm einen tiefen Atemzug. Spüre, wie Wurzeln aus deinen Füßen in die Göttin Mutter Erde wachsen und dich erden, verbinden mit der großen Göttin. Und in deiner Ausrichtung und Aufrichtung spürst du, wie du auch verbunden bist mit den himmlischen Höhen, mit dem göttlichen Himmelsvater, den geistigen Welten, die jetzt zu uns strömen und uns bewusst werden mehr und mehr. Und wir sehen vor unserem inneren Auge das goldene Tor der Ekliptik. Die Ekliptik ist die Sonnen- und Planetenbahn. Und einmal im Jahr, wenn der Vollmond sich im Stier befindet, öffnet sich das Tor, wird es aktiviert durch den Vollmond. Und zeitgleich tritt die Sonne in das galaktische Zentrum ein. Und energetisch durchschreiten auch wir das goldene Tor. Wieder einen Schritt weiter, dem goldenen Zeitalter entgegen. Und während wir das goldene Tor der Ekliptik durchschreiten, empfangen wir den goldenen Segen und den heilenden Segen, der von den Plejaden und den Hyaden ausgestrahlt wird, in unser System hinein, in unser Körper-Seele-Geist-System und in unseren Lichtkörper. Und mit unserem Lichtkörper empfangen wir dieses hochfrequente Licht, heilende Licht der Plejaden, der Hyaden. Der eine oder andere mag es spüren, wie eine Art Gänsehaut oder ein Kribbeln unter der Haut, wohlige Schauer, die unseren Körper durchlaufen. Und
Und diese Energien kannst du mit einem Einatmen tief in dich hineinatmen. Nimm so viele tiefe Atemzüge, wie du magst. Und mit jedem Atemzug füllt sich dein Lichtkörper mit den heilenden Energien der Plejaden und den regenerierenden Energien der Hyaden an. Und wir werden dabei gesegnet von den goldenen Strahlen der Sonnen und Zentralsonnen. Und nun sehen wir auf der anderen Seite das galaktische Zentrum, in das unsere Sonne gerade eintritt. In den ersten Tagen werden wir dabei begleitet von dem Schlangenträger auf Jukus, der zunehmend heilende Energien auch in unseren Lichtkörper hineingibt. Und wir empfangen diese heilenden Energien von dem großen Meister und Heiler auf Jukus. Und nehmen sie ganz und gar mit unserem System auf. Und wenn wir unseren Lichtkörper genug damit angefüllt haben, gehen wir weiter und durchschreiten das Sternbild des Schützen Zentaur. Mit einer weiblichen Energie segnet uns der Zentaur und er ist ausgerichtet voll und ganz auf das galaktische Zentrum und weist uns den Weg, um genau in die Mitte des galaktischen Zentrums zu gelangen. Und wir folgen dem Sonnenverlauf weiter auf der Ekliptik und erreichen am 25. Dezember, am ersten Weihnachtstag, den Mittelpunkt des galaktischen Zentrums, in dem das schwarze Loch liegt. Eine weibliche, schwarze, friedvolle Energie, die Einheit, in der nichts existiert, keine Gedanken, keine Worte, keine Bilder. Und wir werden umhüllt von dieser weiblichen Energie, die so sanft ist wie das Dunkle der Gebärmutter oder der dunkle Mutterboden der Mutter Erde, aus dem alles Neue sprießt und geboren wird. Und auch diese wundervolle, heilende Energie der Stille und des Nichts nehmen wir in uns auf und erkennen es in unserer eigenen Mitte, im Herzen, dem geheimen Herzraum der 33. Herzkammer, in die wir uns nun begeben dürfen, ganz bewusst.
Und wenn wir uns mit dieser göttlichen weiblichen Energie voll und ganz angereichert haben, gehen wir weiter durch die stillen Rauhnächte, in der wir diese wundervollen Energien integrieren können. Und nachdem wir diese wundervollen Energien ganz und gar in unseren Lichtkörper haben einfließen lassen, machen wir uns unseren Lichtkörper noch einmal bewusst und schauen ihn ganz genau an, sehen seine Größe, diese wundervolle goldene Lichtsphäre, die uns umgibt mit dem höchsten göttlichen Licht und im Inneren die Stille des Nichts. Maruti Nayaka, Maruti Nayaka Ritunaya, Kusitayakana, Muritanaya, Muritanaya, Muritunayaka, Sutinayakuna, Maruti Nayaka, Maruti Nayaka, Situnayaka, Ikuma, Ekuma, Ekuma. Ganz allmählich kommen wir nun mit unserem Bewusstsein wieder zurück
in diese Welt, an den Ort, wo die Meditation begonnen hat. Und wir bringen dieses hochfrequente Licht mit uns, strahlen es aus und spüren und sehen die Verbundenheit mit dem großen Lichtnetzwerk, aus dem wir immer genügend Energien beziehen und aus dem unser Lichtkörper immer in überfließender Fülle aufgefüllt wird. Dieses Licht erfüllt jetzt den Raum, unseren Raum, in dem wir uns gerade befinden, strömt ein, breitet sich aus. Und wir sehen eine Art Lichtkanal, unseren Lichtkanal, der uns verbindet mit den Sonnen und den Zentralsonnen, mit unserer Galaxie und den 22 Diamantgalaxien. Und über diesen Lichtkanal werden wir mit ausreichender Energie und Licht versorgt, ebenso wie der Raum und sogar die ganze Region, in der wir uns aktuell befinden. Und wir nehmen dieses Licht überall mit hin. Der Lichtkörper ist überall dabei, genauso wie unser eigener materieller Körper uns überall hin begleitet. So begleitet uns auch der Lichtkörper und stets ist er angefüllt, weil er permanent geflutet wird über den Lichtkanal mit den hochfrequenten Energien der göttlichen und geistigen Ebenen. Mit diesem Bewusstsein kommen wir jetzt zurück, nehmen einen tiefen Atemzug oder zwei, fangen ganz allmählich an, unsere Füße, unsere Hände zu bewegen, spüren die Energie darin, die lichtvolle Energie, die sich wie ein Kribbeln in unserem ganzen Körper ausgebreitet hat. Und dann öffnen wir unsere Augen und sehen, mit unseren physischen Augen, dass der ganze Raum, in dem wir uns befinden, viel lichtvoller geworden ist, viel strahlender, heller und wärmer. Und wir genießen es, den ganzen Tag und auch die nächsten folgenden Tage in dieser lichtvollen Energie zu sein. Und wann immer du möchtest, kehre zu dieser Meditation zurück, um dir dein Licht bewusst zu machen, das dich umgibt und das dir geschenkt wird aus den höheren Dimensionen.
Maruti Nayaka. Maruti Nayaka Ritunaya. Kusitaya Kana. Muritanaya. Muritanaya. Muritunayaka. Sutinaya Kuna. Maruti Nayaka. Maruti Nayaka. Situnayaka. Ekuma. 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 Maruti Nayaka. Maruti Nayaka.